Findus, Ihr Fachbetrieb in Sachen Räumung. Wir stehen vor dieser wunderschönen Gartenfassade. Schwetzingen Schloss besteht aus zwei Gebäuden eigentlich. Frühbarock, Spätbarock und hier, wir stehen vor diesem Spätbarockteil. Wunderschön sieht es aus heute. Schauen Sie das Blick an. Ich habe notiert, hier in meinem Buch, wenn Sie im Sommer das Schwetzingen Theater nach der Oper verlassen und in die Kurfürstliche Garten gehen, würden Sie den herrlichsten, großartigsten Ausblick sehen, den man sich vorstellen kann. Hallo, guten Tag. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Dr. Charles Burney. Ich bin Musikkritiker von London und ich bin hier in Schwetzingen, das Musik zu erleben. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne neue Jahr. Alles Gute in diese neue Jahr 1775. Nein, ist es nicht. Aber irgendwas war am Silvester mit mir. Irgendwas zu tun mit den Time Machine. Aber ich freue mich hier durch den Garten zu führen. Wir sehen Orten, wo Mozart selbst war. Wir gehen zum Apollo-Tempel, wo diese Naturbühne war, wo das Orchester gespielt hat. Wir gehen in die Gärten, wir gehen zum Orangerie. Wir gehen dann später ganz am Schluss zum die Moschee. Also viele Ortschaften. Und ich freue mich sehr mit Ihnen durch diese Jahrhundert 1775 zu gehen, weil ich kannte das alles damals. Aber weil er so schön gesungen hat, haben die Götter einen Delfin hingeschickt. Leider kann man das nicht sehen, aber das Delfin hat ihn am Land gebracht. Also, there is a moral here in the story. Also, immer singen. Man weiß es nicht, wenn man das braucht. Okay? der Herr hier mit dieser Gans, ich weiß es nicht, was das eigentlich ist, aber hat gesagt, ich sollte noch einen Ton von mir bringen. Ich liebe singen. Ich bin Musiker, Musikkritiker. And I sing and sing hier im Schwetzingen Park. Jemand hat ein Glas hochgebracht mit Wein und gemacht und da könnte es genauso genau sagen, was das für eine Not war. Es war ein großer Erfolg. Und danach, was hat er gemacht? Er hat Nannerle an der Hand genommen und wir sind hier im Garten und haben gespielt. Die waren Kinder. Die haben keine gute Kindheit gehabt, immer unterwegs. Ja, die waren damals unterwegs nach London zu mir. Und und dann haben sie eine Führung, eine Gartenführung bekommen. So wie heute, ja. Schwetzingen und Mannheim hat Mozarts Leben verändert. Es war so. Und, da ist er. Pan! Halb Mann, halb Ziege. Der ist ein eigentlicher Monomer. Peter Lamin, der Skulptor, hat das gemacht. Und da sitzt er auf Tuffstein. Tuffstein sieht sofort alt. Der war immer die Frauennacht. Der wollte, ja, der war nicht ohne. Der ist Gott von Hirten, aber auch ein bisschen mischievous, ein bisschen naughty boy, kann man sagen. Und es ist nur dann, dass Karl Theodor sich Mätresse nimmt. Man spricht, habe ich gehört, über Tausende oder Hundert von Mätresse, von Karl, das Karl Theodor, es ist nicht wahr. Der war zu scheu. Aber der hat zwei besondere Mätressen. Eine war eine Sängerin, die andere war eine Tänzerin von Mannheim Theater und hat Kinder von beiden. Arbeiter, ne? Da haben sie sich getroffen und deswegen ist sie auch mit Freimaurer zu tun. Und
Schauen Sie das an. Das ist ganz, ganz kribbelig. Das von hier aus gibt es Tunnel. Von hier zum Schloss. Ich habe es nie ausprobiert, ob das stimmt oder so. Freimaurer, von hier diese Keller, die Dunkelheit. Oben zu dieser Tempel, voll mit Licht. Über diese Zeit, weil das Orchester war was Besonderes. Und es ist von Mozart. Das ist von seinem Vater Leopold Mozart über diese Orchester. Das Orchester ist ohne Widerspruch das Beste in Deutschland. Lauter junge Leute und durchaus von guter Lebensart, weder Säufer noch Spieler noch liederlicher Lumpen. Ja. Meine Damen und Herren, auf Wiedersehen. Dankeschön fürs Mitmachen. Alles Gute im neuen Jahr.